Genua ausrollen, schotdicht und los. Jeder einigermaßen erfahrene Segler weiß, ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn auch ein Vorsegel muss richtig getrimmt werden. Elfströms Trimexperte Sören Hansen erklärt, worauf es ankommt. Jetzt haben wir Schot etwas zu viel aufgemacht und du siehst, der Top macht ganz auf jetzt, ja, weil das ein relativ schmales Segel ist. Das heißt, die Zugkräfte sind ziemlich steil vom Schothorn bis zum Holepunkt. Und wenn du dann so zu viel aufmachst, dann macht das Segel im oberen Bereich sofort auf und du hast kein Power mehr oben. Okay. Und dadurch wird der Steuermann gezwungen, etwas weiter runter zu fahren. Also du hast wieder mehr Krängung und deine Höhe wird ganz einfach schlecht. Abhilfe durch das Dichtholen der Schot ist schnell geschaffen. Generell gilt, viert man die Schot, hier links im Bild, öffnet das Achterleak und das Profil wird tiefer. Der Druck im Segel ist jetzt höher, was zum Anfahren nach einer Wende wünschenswert sein kann. Rechts sieht man eine dicht geholte Genua. Das Profil ist jetzt flacher, das Achterleak weiter geschlossen. So kann mehr Höhe gefahren werden. So, und jetzt haben wir ein falsch getrimmtes Vorsegel. Holepunkt ist zu weit vor. Das Segel im unteren Bereich ist deutlich zu rund und das Segel macht im oberen Bereich zu. Und wenn man die Lehfäden im unteren Bereich anschaut, dann sieht es auch nicht so besonders gut aus. So, jetzt haben wir eine Bremse in das Segel eingebaut. Wir fahren die Höhe nicht, wir fahren nicht schnell. Mit Hilfe der App Sailtrim Upwind One lässt sich das Problem verdeutlichen. Ist der Holepunkt der Vorsegelschot weiter vorne, ist das Profil des Segels im unteren Bereich runder und tiefer. Oben ist dagegen das Achterleak weiter geschlossen. Der Druck im Segel ist jetzt größer, was vorteilhaft bei kabeliger See oder schweren Yachten sein kann. Allerdings verliert man so Höhe am Wind. Jetzt haben wir das Holepunkt so weit nach hinten. Das Segel ist im unteren Bereich deutlich zu flach. Achterstag ist zu lose, zu locker. Dadurch hat man deutlich zu viel Durchhang ans Vorstag. Ja. Hängt richtig durch. 150, 200 mm sowas. 250. Und dadurch wird Anstellwinkel oder Entry auf das Segel zu rund. Wir fahren die Höhe nicht. Dann müssen wir leider ein bisschen weiter runter. Wir haben dann mehr Druck aufs Schiff, mehr Krängung und Geschwindigkeit, Speed geht auch runter. So, wir haben mehr Sachen jetzt falsch gemacht. Holepunkt zu weit nach hinten, zu wenig Achterstag und das Gros wird dadurch dann auch zu bauchig. So, wir sind relativ schlecht unterwegs. So, deutlich so runde Segel für diese Verhältnisse. So, das, was wir jetzt machen zuerst, ist, wir ziehen Achterstag dicht. Dadurch können wir unser Vorstag etwas besser im Griff bekommen. Vorstag wird mehr gerade. Das ganze Segel, also Profil im Segel, insgesamt wird flacher. Und besonders im vorderen Bereich wird das Segel nicht so rund wie jetzt, weil jetzt fahren wir keine Höhe. Mit der App lässt sich zunächst die Auswirkung eines weiter nach Achtern eingestellten Holepunktes zeigen. Das Unterleak wird straffer und das Profil deutlich flacher. Gleichzeitig öffnet das Achterleak auch im oberen Bereich, der Druck nimmt insgesamt ab. Frischt der Wind auf, ist dies bei zunehmender Krängung der erste Schritt vor dem Reffen. Auch das Achterstag wirkt auf ein Vorsegel ein. Bei top getakelten Rigs oder solchen mit Backstagen sorgt ein dicht geholtes Achterstag für ein straffes Vorleak beim Vorsegel. Der Druck im Segel wird geringer, auch weil das Achterleak oben öffnet.
Mit einem straffen Vorlieg kann außerdem mehr Höhe gefahren werden, da die Anschnittkante weiter nach Luv gebracht wird. Ja, jetzt fahren wir auf ein relativ offenes Kurs. Und wenn ihr oberen Bereich von die Fork anschaut, dann ist das Segel zu offen. Es macht zu viel auf. Und das heißt, Holepunkt muss weiter vor. Man kann aber auch was anderes überlegen, wenn man die Möglichkeit hat, auf das Schiff eine Art Barberholer zu montieren, sodass man das Holepunkt etwas weiter raus ziehen, weil dadurch hat man das Holepunkt etwas weiter weg von Zenderlinie und das Profil steht im Prinzip dann besser. Im Prinzip das gleiche wie wenn wir jetzt Traveler nach Lee führen auf das Groß mit Baumniederholer dick gezogen, wäre eine Barberholer-Vorrichtung auch nicht schlecht. Das Auge weiter nach unten zu kriegen, ohne den Anstellwinkel? Ja, weiter raus, sodass man das Segel, also das Holepunkt, Schotwinkel vom Zenderlinie etwas mehr offen fahren können. Und wenn man das dann hier fährt, dann wird das immer noch oben ein bisschen aufmachen und Schothorn ist zu nah an Zenderlinie im Prinzip. Ja. Das muss nicht eine riesige Sache sein. So ein kleines Auge reicht ja eigentlich provisorisch auf Langstreck-Turns, wo man 10, 20 Seemeilen lang segeln müssen auf 80 Grad wahrer Windwinkel. Dann wäre eine Barberholer außen nicht schlecht. Mit einem weiter außen liegenden Holepunkt kann der Twist des Vorsegels bei leicht gevierten Schoten kontrolliert werden. Im linken Bild erkennt man den zu starken Twist im oberen Bereich. Rechts ist der Holepunkt mittels Block an der Fußreling weiter nach außen gestellt worden. Das Profil steht sauber bis zum Top. Wir haben Fogfall ein bisschen zu doll gelöst. Das heißt, das ganze Segel rutscht etwas weiter nach unten. Und man sieht dann die horizontale Falten, die tauchen langsam auf, den ganzen Weg nach oben. Und mit das Vorsegel ist das genau das gleiche wie mit dem Großsegel. Wenn du Cunningham ziehst auf das Großsegel, dann ziehst du das Profil weiter vor. Jetzt fahren wir auf ein leicht offenes Kurs, aber wir haben zu wenig Fallspannung. Und dadurch wird das Vorsegel im vorderen Bereich zu gerade im Eingang. Das Anschnitt wird ganz einfach zu gerade. Wenn wir jetzt etwas mehr Fogfall bekommen, dann wird man sehen, dass das Segel im vorderen Bereich etwas mehr rund wird wieder. Verlagert sich der Bauch im Segel nach Achtern, muss das Fogfall stärker durchgesetzt werden, damit die Tiefe des Profils wieder nach vorn wandert. Auch bei älteren, ausgeleierten Segeln kann man damit noch eine ganze Menge ausrichten. Bildet sich allerdings eine vertikale Falte am Vorlieg, ist die Fallspannung zu hoch. Man kann also auch beim Trimmen des Vorsegels eine ganze Menge falsch machen. Damit sich diese schlimmen Bilder aber gar nicht erst im Kopf festsetzen, zeigen wir zum Abschluss einmal, wie ein ordentlich getrimmtes Segel aussehen kann. Jetzt haben wir ein Segel, was im Entry-Anschnitt vorne ziemlich vernünftig und laminar aussieht. Die Trimfäden liegen recht vernünftig den ganzen Weg nach oben. Wenn eine von den Fäden ein bisschen Tendenz steigen haben soll, dann soll das die obere sein. Ja, der Austritt aber, ist, ne? Ja. Ein bisschen Twist oben ist ja. Okay. Aber sonst Durchhang ans Vorstag haben wir im Griff, sieht vernünftig aus. Das Segel mag hinten nicht zu. Das Segel ist in unserem Bereich relativ flach, aber du hast immer noch ein bisschen Power und wir können die Höhe fahren.
Und noch ein paar Worte zu Rollvorsegeln. Beim Einrollen sollte vorher das Achterstag bzw. das Fall leicht entlastet werden. Dann dreht man auf Vorwindkurs, um die Genua im Windschatten des Großsegels sauber aufrollen zu können. Und auch das Ausrollen geht Raumschutz leichter von der Hand, da der Wind die Arbeit übernimmt. Die Rollleine sollte dabei über eine Winch geführt werden, da hier extreme Lasten entstehen können. Im vierten und letzten Teil der Trim-Serie bei Yacht-TV geht es um ein Tuch, vor dem viele Segler immer noch Respekt haben, das aber für eine Menge Spaß auf dem Wasser sorgen kann. Tell me I'm private.